Alte Freunde wieder treffen, nach all den Jahren, wir haben alle viel erlebt und sind immer noch da in der Kneipe. Guten Tag und Salü, wir sind Revolverheld und heute hier zurück auf der Schulbank, also auf dem Lehrerpult, an Nils alter Schule, dem Korbei-Gymnasium. Für mich heute besonders spannend. Ich war nämlich 19 Jahre nicht hier und bin mal gespannt, was sich hier alles so verändert hat. Einiges, glaube ich. Und wir machen hier heute eine kleine Vertretungsstunde. Mal schauen, wie das wird. Viel Spaß. Wir haben uns auf die Stunde tatsächlich ein bisschen vorbereitet. Wir kennen uns zwar mit dem Thema Nachhaltigkeit ein bisschen aus, aber wir sind natürlich keine Pädagogen. Das heißt, wir haben uns schon ein paar Gedanken gemacht, wie man so eine Unterrichtsstunde denn aufziehen könnte und haben uns da ein paar Sachen zusammengeschrieben. Viele von euch tragen Sneaker. Da wisst ihr, wo die Sneaker herkommen? China, Malaysia. Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht, wie die hergestellt werden? Also meine Adidas-Sneaker hier zum Beispiel oder deine? Ich habe auch von Adidas. Was ist mit denen passiert, wenn ich die jetzt kaufe, unterstütze ich damit vielleicht Kinderarbeit? Sneaker, die ich hier anhabe zum Beispiel. Du darfst, glaube ich, den Schuh mal auf den Tisch legen. Oh, zieh ihn schnell. Aber Nase zuhalten. Das ist zum Beispiel ein Adidas-Sneaker. Der ist komplett aus Plastik, was im Meer schwimmt. Wir haben ein großes Problem. Wir haben wahnsinnig viel Müll und Plastik in den Ozeanen, was ein Riesenproblem ist. Und Adidas hat eine Schuhlinie, die nur aus diesem Plastik, was recycelt wird für Schuhe, was die aus dem Meer fischen, gewonnen wird. Zum Thema Plastik nochmal. Was ist das große Problem an Plastik? Das ist mir echt ein Anliegen nochmal, dass das für das. Du warst schon so oft. Mach mal, du hast fast noch nichts gesagt. Es dauert ziemlich lange, bis Plastik wieder zu der Erde hinzugefügt wird, also bis es sich wieder regeneriert. Man kann Plastik kaum abbauen. Ich werde die Welt verändern, wenn endlich alles besser machen, wenn anfangen wieder klar zu kommen und mal über mich selber lachen. Hier bei Slow Fashion, das ist wiederum das, was langlebiger ist. Was auch unter Fairtrade fällt, wo dann die Arbeiter 60% oder 60 Cent von diesem T-Shirt ist es in diesem Fall bekommen und bei Fast Fashion sind es nur 13. Ja, also man sieht, es ist ein Riesenunterschied, wo geht das Geld hin? Wenn ihr ein Lieblings-T-Shirt habt, wie lange ist die höchste Zeit, dass ihr ein T-Shirt tragt? Bis ihr denkt, es ist kaputt und ich will es nicht also mehr? Also nicht bevor ihr es wascht? Bis ihr es wegtut. Und? Okay, die andere Frage kommt danach. Ja, bitte dahin. Also, bis es mir gar nicht mehr passt. Bis es dir nicht mehr passt. Ja, also, das stimmt. Klar, wir wachsen noch. Halt, wenn das T-Shirt kaputt ist, kann man es auch zum Schneider bringen und dann machen die es halt wieder heil. Da muss man es nicht gleich wegschneiden. Okay, machst du das? Ja. Okay, krass. Finde ich schon wahnsinnig gut. Ja. Tut ihr schon was fürs Klima, für Nachhaltigkeit? Gibt es Sachen, auf die ihr achtet, die vielleicht vor 5 Jahren einfach noch kein Thema waren? Ich habe jetzt mit meiner, also wir haben, Familie haben wir das gesagt, dass wir unser Auto haben halt verkauft vor 3 Jahren, glaube ich, und jetzt fahren wir halt nur noch mit Fahrrad und Bus und Bahn halt. Wir haben gar kein Auto mehr. Gar kein Auto mehr. Super. Und das funktioniert halt eigentlich super und ist halt auch kostengünstiger und für die Umwelt. Total. Bus und Bahn. Bin ich sehr modern, genau. Ich muss sagen, es war wirklich eine ganz tolle Stunde. Sehr aufgeschlossene Schüler, die echt schon wahnsinnig anfangen können und auch im Privaten schon sehr viele Sachen bedenken und verändert haben in den letzten Jahren. Also eine tolle Klasse, war echt ein schönes Erlebnis. Und wenn die Welt sich nur verstellt, ein wahnsinniger Reden hält, schaltest du ab und drehst dich. Ich muss schon sagen, dass die Schüler heutzutage auf jeden Fall viel aufgeklärter und informierter sind als damals in den 80ern, als ich zur Schule ging. Das ist wie Tag und Nacht. Natürlich sind sie durch die Medien und sozialen Medien gerade, da wissen sie über alles Bescheid, aber sie sind wirklich sehr bewusst und ich bin echt begeistert, wie modern und aufgeschlossen diese Schüler sind. Also ich würde der Stunde eine 1 geben, weil das Thema halt so wichtig war und die Stunde allgemein sehr viel Spaß gemacht hat und es eine schöne Erfahrung war. Ich fand sie sehr gut und informativ. Die Jungs haben es sehr gut gemacht und es war eigentlich ruhiger als in den normalen Stunden. Das hat mich sehr erstaunt und die ganze Klasse hat gut mitgemacht. Ich würde eine 1 geben, denn halt sie sind auch mit einem guten Beispiel vorangegangen, denn sie sind auch sehr umweltbewusst und es hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Ich würde auch eine 1 geben, weil das Thema sehr informativ ist für alle und die Stunde war unterhaltsam, hat Spaß gemacht und ja, ist ein sehr wichtiges Thema auch für die Zukunft. So.